zusammen und damit heiße ich euch wieder einmal recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche wollen wir uns gemeinsam in einem ehemaligen Wohnheim umsehen. Anfänglich gab es so einige Ursprungsideen, im Netz fand ich dann heraus, um was es sich hier tatsächlich handelt. Was genau und was ich sonst noch herausfinden konnte, das und vieles mehr erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Kommt nun also mit auf eine Runde durch diesen verlassenen Ort und wenn ihr noch viele weitere verlassene Orte hier im Osten Deutschlands sehen möchtet, dann kommt am besten mal auf unseren Kanal und schaut da mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall und wenn ihr einmal dort seid, dann könnt ihr uns auch gleich abonnieren, um zukünftig keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Nun soll es aber erst einmal reingehen in diese Folge, ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein verlassenes Arbeiterwohnheim. Ursprünglich waren wir fertig mit unserer Tour für diesen Tag. Wir waren auf dem Heimweg und wir fuhren nur durch diesen Ort, um eine Wendemöglichkeit zu finden. Naja, schlussendlich fanden wir da auch eine, als wir dieses Gebäude erblickten, welches wir selbstverständlich nicht unerkundet zurücklassen konnten. Während der, ich nenne es mal Begehung, machten wir uns wie so oft Gedanken darüber, was man hier wohl drin gemacht hat und warum dieses Gebäude hier mitten im Wald so entstand. Ich meine, bei den meisten Orten ist die ursprüngliche Nutzung seit jeher bekannt, aber so ein Plattenbau hier abseits dieses so kleinen Ortes, das passte hinten und vorne nicht. Um Licht ins Dunkle zu bringen, fangen wir am besten beim Urschleim an, der hatte uns ja zuletzt selten enttäuscht. Der Osten hatte ja schon vor einigen Jahrzehnten, ja sogar vor Jahrhunderten, seine Schwäche für den Kohleabbau entdeckt und damit für Wohlstand und Frieden gesorgt. Naja, letzteres war wohl eher gelabert zu DDR-Zeiten. Fakt ist aber, dass im Leipziger Umland zu DDR-Zeiten vor allem exzessiv ab den frühen 50er Jahren, aber in Teilen auch schon vorher in vereinzelten Gruben nach dem schwarzen Gold gegraben wurde. Dadurch entstanden ganze Ortschaften neu oder sie gelangten zu ihrer heutigen Größe. Ich erinnere dazu gerne an Espenhain, dessen gleichnamiger volkseigener Betrieb unglaublich viele und wichtige chemische Erzeugnisse herstellte. Schaut da auf jeden Fall mal in mein Video zum VEB-Kombinat Espenhain. Ich verlinke euch das Video hier oben rechts. Das Objekt, in dem wir uns hier befinden, steht abseits eines kleinen Dorfes mit etwa 600 Einwohnern. Viele der Alteingesessenen haben sehr wahrscheinlich im dazugehörigen Kraftwerk gearbeitet. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort Kraftwerk. Schon ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts begann man hier mit der Förderung und Verarbeitung von Braunkohle. Dazu entstand 1872 eine eigene Bahnverbindung, um den Abbau schneller abzufertigen.
Einige Gruben kamen mit den Jahren hinzu, sodass ab 1912 eine erste Brikettfabrik hier ihren Dienst aufnahm. Mit einer täglichen, und ich betone täglichen, Produktionsmenge von 2200 Tonnen war die Anlage im Deutschen Reich eine der größten ihrer Art. Hinzu kam, dass diese noch bis ins Jahr 2000 genutzt wurde, was sie zu einer der langlebigsten hier im Umland machte. Zu Beginn arbeiteten in der Fabrik etwa 1500 Beschäftigte, später stieg die Arbeiterschaft auf stolze 2200. Bis 1934 förderte man die Kohle südlich und östlich des Dorfes, 4 Jahre später nun auch im Westen. Dabei verschwand auch ein ganzer Ort zugunsten der Kohleförderung, das kennen wir bis heute, dieses leidige Thema. Nach dem Krieg mussten erst einmal Zugehörigkeiten geklärt werden, denn das Umland bekam neue Landkreise, es gab neue Eingemeindungen und mitunter neue Landesgrenzen. Als dieses Thema beendet wurde, entstand 1968 in dem kleinen Ort ein gleichnamiges Kraftwerk, welches durch Kohle die Region ebenso mit Dampf und Energie versorgte. Eine der ersten Bahnstrecken für den Kohletransport wurde schon 1970 wieder stillgelegt. Vermutlich hing das damit zusammen, dass man jetzt westlich des Dorfes Kohle abbaute. Vermutlich entstand in den 70er Jahren oder in den frühen 80er Jahren das hier gezeigte Gebäude. Es beherbergte schlichtweg Arbeiterquartiere für das angrenzende Kraftwerk. Und das Kraftwerk stand wirklich gefühlt nebenan, in Wurfweite zu dem Gebäude. Vermutlich wird man hier durchaus auch Auszubildende untergebracht haben, aber Unterricht oder Schulungen fanden hier sehr wahrscheinlich nicht statt. Zumindest gab es dafür keine Hinweise und auch die Räumlichkeiten waren dafür schlichtweg nicht ausgelegt. Übrigens verrichtete das Kraftwerk seinen Dienst noch bis ins Jahr 2013. In dieser Zeit, also in gerade einmal 45 Jahren, hatte man etwa 46,5 Millionen Tonnen Braunkohle am Standort verbrannt. Dadurch entstanden 25 Terawattstunden Strom. Das sind umgerechnet 25 Milliarden Kilowattstunden. Eine riesige Menge, wenn ihr mich fragt. Jährlich lag die Produktion also bei etwa 454,5 Millionen Kilowattstunden. Zum Vergleich, in Deutschland werden etwa 500 Terawattstunden verbraucht, also bundesweit. Zwar wird der Wirkungsgrad immer besser, dennoch geschieht das nur geringfügig. Soll also bedeuten, bei einem Wirkungsgrad von gerade einmal 43%, das ist der ungefähre Wert, den moderne Braunkohlekraftwerke heute erreichen können, dass bei einer Tonne Braunkohle 570 Kilogramm umsonst verbrannt werden. Bedenkt man nun noch die Kosten und Energien, die für den Abbau und den Transport benötigt werden, kann Kohle für uns einfach keine Zukunft sein. Selbst bei Steinkohle liegt der Wirkungsgrad momentan bei etwa 46%. Apropos nicht gut, CO2 ist ja heute auch so ein leidiges Thema. Durch die Verbrennung der Braunkohle entstanden hier mindestens 151 Millionen Tonnen CO2. Eine kaum vorstellbare Menge. Zum Glück ist dieses Kapitel aber nun seit 10 Jahren beendet. Zumindest hier. Aber wenn andere Kohlekraftwerke wieder ans Netz gehen, damit AKWs abgeschaltet werden können? Weiß ich nicht, Digga. Ich vermute, dass das hier gezeigte Wohnheim schon nach der Wende kaum noch Bedeutung fand und nur noch stand, weil es eben auf dem Gelände des Kraftwerks gebaut wurde. Höchstens bis Anfang der 90er kann ich mir noch eine geringfügige Nutzung als vielleicht Lager oder so vorstellen. Die schlicht karge DDR-Ausstattung hatte wohl alle potenziellen Bewohner vertrieben. Das Kraftwerk wurde nach der Stilllegung zügig zurückgebaut. Warum das Wohnhaus stehen blieb, ist mir ein Rätsel. Denkmalschutz schließen wir hier wohl sehr wahrscheinlich gerade so aus. Vielleicht hatte man aber auch andere Pläne mit dem Objekt, vielleicht ja einen Verkauf an Privat oder die Gemeinde für die sich anbahnende Flüchtlingskrise. Aber das ist nur eine Theorie.
Im Inneren gab es etliche Klappbetten und diverse Schränke in allen möglichen Größen und Formen. Vieles war schon mutwillig zerstört. Hier und da fand man aber dennoch kleine Hinweise auf die ursprüngliche Nutzung. Ich denke mal, dass hier nur ein Abriss in Frage kommt. Oder was haltet ihr davon, die Treppen zu entfernen und daraus ein Zuhause für Tiere und Pflanzen zu machen? Vielleicht ja für Fledermäuse oder sowas. Das wäre doch eine Idee, bevor man es komplett wegreißt. Naja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Ideen, das würde mich sehr interessieren. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden und verbleibe zum Schluss wie immer noch mit einigen vielen Bildern. Vergesst nicht, dieser Folge einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr gerne mal jetzt noch auf unseren Kanal schauen. Dort werdet ihr mit Sicherheit noch das eine oder andere Video finden. Abonniert uns auf dem Weg natürlich, das hilft uns wie immer sehr. Ich danke euch auch dafür. Ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Dort gibt es viele Bilder immer so im täglichen Upload, mal mehr, mal weniger. Also wenn euch da Bilder interessieren, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao. Thank you.